heute geht es um das Thema Style und es ist uns wichtig, dass du deinen persönlichen, authentischen Style entwickelst. Wie du siehst, hat jeder von uns seinen eigenen Stil und es kommt auch darauf an, dass du deinen persönlichen Stil mit der Zeit entwickelst. Es geht um die verschiedensten Dinge, wo du deinen Style entwickeln kannst, aber heute soll es wirklich um das Thema deine Außenwirkung, deine Kleidung gehen. Es ist wie bei einem Vogel mit dem Gefieder, das ist das Erste, was die Leute an dir sehen. Und deswegen stimmt es auch tatsächlich, der erste Eindruck, der zählt. Also der hinterlässt auf jeden Fall eine gute oder eine schlechte, ein schlechtes Bild, je nachdem, was du eben vermitteln möchtest. Und deswegen würden wir dir empfehlen, schau einfach, dass du etwas findest, was zu dir passt. Was wären ein paar praktisch anwendbare Tipps? Das wären zum Beispiel, schau dir Leute an, wo du sagst, hey, die finde ich interessant und dann probier mal deren Style aus und dann schau mal, wie du dich damit wohlfühlst und ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Es gibt in verschiedensten Bereichen zum Beispiel auch Vorbilder, sehr, sehr bekannt ist wahrscheinlich David Beckham für seine verschiedensten Styles. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die zum Beispiel nur im Hoodie rumlaufen oder mit der neuesten Mode. Es kommt immer darauf an, in welche Richtung du gehen möchtest. Was ich dir am Anfang vielleicht empfehlen kann, ist einfach diese Basic-Geschichten mit Weiß, Schwarz und was du am Anfang vielleicht, wo du dich informierst, sind die verschiedenen Farbtypen, weil damit hast du eine ganz andere Ausstrahlungsmöglichkeit. Ja, und schau einfach, was du für ein Feedback auch von den Leuten bekommst, weil die werden dir auch ehrlich sagen, hey, das sieht gut aus oder das finde ich nicht so gut. Und auf der anderen Seite, schau einfach, dass du Sachen anziehst, wo du dich wohlfühlst. Weil wenn du dich selber wohlfühlst, dann ist egal, was die anderen sagen, weil du strahlst einfach das aus. Und du wirst auch sehen, du bekommst auch das wieder zurück, was du aufstrahlst. Aus diesem Grund, also wenn du wirklich praktische Tipps möchtest und das Ganze auch in kurzen Videos sehen möchtest, dann haben wir dir eben immer wieder so kurze Videos gemacht. Wir wollen am besten, dass du dich so gut wie möglich weiterentwickelst. Und deswegen würde es uns unglaublich freuen. Lass uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten ein Down-Like. Und wir freuen uns natürlich auch viel über Feedback in den Kommentaren. Danke dir für deine Zeit. Ansonsten einen wunderschönen Tag. Ciao.